Iris. Iris ist die Bezeichnung für die Regenbogenhaut im Auge. Iris kommt ursprünglich aus der Mythologie der Griechen. Iris war eine griechische Göttin. Iris ist die Personifikation des Regenbogens. Und das heißt, dass Iris auch Winde erzeugen konnte. Iris hat auch die Funktion einer Götterbotin, insbesondere der Göttin Hera. Iris ist aber auch ein weiblicher Vorname, der insbesondere kommt eben von der Göttin Iris. Iris ist in der Botanik eine Gattung der Schwertlilien. Und Iris ist auch der Name eines Kunstmärchens von Hermann Hesse. Iris als Regenbogenhaut. Iris ist die Bezeichnung für die Regenbogenhaut des Auges. Denn Iris als griechische Göttin war die Göttin des Regenbogens. Und die Regenbogenhaut ist die rundliche Blende, die sich öffnen und schließen kann. Und so kann sie entweder mehr oder weniger Licht durch die Pupille hindurchlassen. Die Iris ist der farbige Teil des Auges. In der Mitte ist die Pupille. Und die Pupille ist das Sehloch. Die Iris beherbergt auch einige Muskeln. Diese können nämlich die Pupillenweite beeinflussen. Es gibt dabei einen Muskel, der nennt sich Musculus sphincter pupillae, und der verkleinert die Pupille. Und dann gibt es den Musculus dilatator pupillae, und der erweitert die Pupille. Und der Verkleinerungsmuskel, der ist parasympathisch gesteuert, und der die Pupille erweitert, ist sympathisch gesteuert. Die Pupillenweite hängt also im Normalfall vom Lichteinfall ab. Wenn das nicht richtig funktioniert, dann kann das krankhaft sein. Die Iris kann man auch genauer anschauen. Menschen verlieben sich zum Teil in einen anderen Menschen, einfach weil sie begeistert sind von der Iris und von der Ausstrahlung des Auges. Aus der Iris kann man auch Rückschlüsse ziehen auf Gesundheit. Es gibt ja auch die Iris-Diagnose, wo man genauer anschaut die Iris und kann dort verschiedene psychische und körperliche Rückschlüsse ziehen. Inwieweit die alle stimmen, das müsste man dann anschließend weiter überprüfen.